Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Diesmal möchte ich mir mit euch Dust in Elysian Tail anschauen. Das Ganze ist ein Action-Jump-and-Run- oder Plattformerspiel etwas neueren Datums. Das Spiel ist aus, nagel mich nicht drauf fest, 2012, 2013, irgendwas um den Dreh rum. Das Ganze gibt es auf Steam für den PC. Läuft, glaube ich, seit einiger Zeit auch unter Linux. macOS bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber eine Linux-Version gibt es davon auf jeden Fall auch. Ansonsten halt klassisches Windows-Spiel. Das Ganze ist, wie gesagt, schon erwähnt, ein kleiner Action-Jump-and-Run-Plattformer neueren Datums. Der aber, und deswegen mag ich dieses Spiel so sehr, wirklich, zwar wirklich, also die Grafikfähigkeiten moderner Systeme relativ gut ausnutzt, aber den Stil und das Flair wirklich der alten Klassiker dabei trotzdem schafft, sehr gut einzufangen. Und macht auch vom Gameplay funktioniert es einfach. Ich spiele es unheimlich gerne, ich habe es irgendwie schon 2,5 Mal durch und es funktioniert einfach. Es macht Laune, die Grafik ist schön und trotzdem fühlt man sich so ein bisschen, als würde man, also wirklich vom Spaßfaktor ist es eins der älteren Dinger. Aber genug der Vorrede, ich würde sagen, Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Deswegen starten wir auch direkt los in die Action, ohne dass ich euch hier lange, zu lange sinnlos zulabere. Die Texte, wie ihr gerade schon seht, die reinen Texte im Spiel sind tatsächlich auf Deutsch. Das Spiel hat auch Voice Acting Sprachausgabe, die ist natürlich auf Englisch, da gibt es keine deutsche Version von. Soll aber nicht weiter schlimm sein. Zum einen stehen ja die Texte dann immer auf Deutsch da, sodass man also keine Probleme hat, irgendwas zu verstehen. Und es gibt die einen sagen, das Voice Acting ist grausam, die anderen sagen, es ist ziemlich gut gelungen. Ich persönlich finde es ziemlich gut gelungen, aber da könnt ihr euch einfach eine eigene Meinung machen. Vielleicht schreibt ihr die auch einfach unten in die Comments. Wir werden sehen. Ich glaube, wir fangen das Ganze einfach mal hier im Normalschwierigkeitsgrad an. Ganz normal. Its great works long since complete, its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust, dust, arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise, and claim the Blade of Ara. Okay, so viel zur Vorgeschichte. Oh, da kommt noch einer. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian of the Sword. Die Hüterin dieses Schwertes. Kleine, ein bisschen klein, ne? Wie heißt sie denn? Was nehmen wir denn mal? Was ist das eigentlich für ein Schwert? Nehmen wir mal den hier. Du siehst mir nicht gerade wie eine Hüterin aus. No offense, but aren't you a bit, well, small? Ein bisschen klein. For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just was. So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword-bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan.
I can't let you just leave with this sword fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Ja, dieses kleine orange fliegende Ding, das ist Fidget, wie wir ja schon rausgestellt haben, und in den ganzen Foren etc. Kämpft ein wütender Kampf, also nein, kein wütender Kampf, aber eher eine Diskussion. Die einen finden sie einfach nur unglaublich grausam und nervig, die anderen finden sie einfach nur furchtbar knuddelig und cool. Ich mag sie eigentlich, sie ist ziemlich schusselig und tollpatschig manchmal, hat teilweise eine etwas vorlaute Klappe, neigt dazu, die vierte Wand hin und wieder mal niederzureißen. Aber auch dazu, ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Wir werden genug Gelegenheit haben, mit ihr sie kennenzulernen. Indeed, time is of the essence. Fidget, you will join us. I will? Oh, well, okay then. Okay then. Come, Dust. We travel east. Ja, gehen wir mal Richtung Osten. Osten war, glaube ich, rechts, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay, soviel zur Vorgeschichte. Wir sind also hier dieser kleine Türkisene, der hier, der gerade so schön springt. Und wir wissen nicht so richtig, wer wir sind. Wir haben gerade unseren Namen erfahren, oder ich glaube, den wussten wir auch so schon. Und man sieht schon, der Grafikstil ist so ein klein bisschen so comic-mäßig gehalten. Nachher die ganzen Charaktere, die man findet, sind auch so ein bisschen so anthropomorph im Disney-Style eigentlich, so im Stile der etwas älteren Disney-Filme. Meiner Meinung nach auch ziemlich cool gemacht eigentlich. Und ansonsten müssen wir jetzt halt hier rumlaufen. Hier haben wir natürlich direkt schon den ersten Schlüssel gefunden. Das sind so, das sind so die versteckten Schätze in den Leveln. Da gibt es Schlüssel und dann gibt es später noch Truhen. Und die Schlüssel muss man natürlich finden, um die Truhen zu öffnen. Man braucht, glaube ich, für jede Truhe irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Und sonst kriegt man die natürlich nicht auf. Das heißt, es gibt auch noch jede Menge Schätze in diesen Leveln zu jagen, nicht nur Monster zu schlachten. Aber schauen wir mal. Begeben wir uns mal auf den Weg gen Osten. Genau, hier ist eine kleine Vorschau. Da ist eine der Kisten, die man mit diesen Schlüsseln, wo wir gerade schon den ersten von gefunden haben, aufkriegt. Tja, und jetzt geht's los in der Lichtung. Auch der Soundtrack, die ganzen Hintergrundlieder pro Level oder pro Karte, pro Map, wie man das auch immer nennen möchte. Unheimlich schöne Hintergrundmusik. Den Soundtrack gibt es davon auch zu kaufen. Den habe ich mir auch direkt irgendwie nach dem ersten Tag zugelegt. Im Moment ist noch nicht ganz so viel Musik, aber da kommt gleich noch. Genau, hier kann man jetzt, wir könnten so springen, oder man kann auch, wenn man runterdrückt und dann irgendeinen Knopf drückt, kann man da, glaube ich, irgendwie runter oder so. Das Ganze lässt sich sowohl per Tastatur und Maus spielen, was meiner Meinung nach, meines Erachtens nach, allerdings relativ, weiß ich nicht. Also solche Spiele spielt man eigentlich weniger mit der Tastatur. Richtig gut funktioniert das Ganze natürlich nur mit einem Gamepad. Das Game hat komplette Gamepad-Unterstützung. Auch die Menüs und alles. Also man braucht ab dem Zeitpunkt, wo man es gestartet hat, eigentlich überhaupt keine Maus mehr und kann alles auch vollständig über das Gamepad steuern. Macht bei so einem Spiel auch am meisten Sinn, denke ich mal. So funktionieren die am besten. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Genau, Fidget sagt uns nämlich Bescheid, wenn es in den Leveln, zum einen sieht man es auch auf der Karte, also die ganzen Schätze, die Truhen und die Schlüssel und später auch noch ein paar andere Sachen, da kommen wir dann zu gegebener Zeit noch drauf, die es da zu entdecken gibt. Man hat einen schönen Indikator, ob man noch Sachen übersehen hat, ob es sich lohnt weiterzusuchen oder ob man mal schauen möchte, müsste, sollte, weil es da noch was zu entdecken gibt. Zum einen weist Fidget uns immer darauf hin, wenn es in dem Abschnitt, in dem wir gerade sind, noch unentdeckte Schätze gibt. Und zum anderen, wenn wir mal oben rechts auf diese Minimap gucken, der linke Block, also diese einzelnen Blöcke, diese Quadrate, das sind die Abschnitte von den Leveln, in denen wir gerade drin sind. Und wenn da so ein kleiner Punkt drin ist, so wie in dem linken, dann sind alle Schätze, alle wertvollen Dinge, die in dem Level versteckt sind, haben wir gefunden. Und wenn da so ein runder Kreis ist, so ein offener Kreis, wie in dem rechten Block, dann gibt es hier noch Dinge zu finden und zu entdecken. Und später kommen dann noch Farbkodierungen dazu. Da gibt es dann noch Türkise, das sind die mit Save Points. Und da gibt es Gelbe, das sind die mit Shops. Da kommen wir aber später noch zu. Das hier sind Ability Orbs. Da lernt Dust neue Fähigkeiten mit.
Und da sammeln wir uns doch direkt erstmal die erste von allen. So, jetzt können wir nämlich hier sprinten und ausweichen. Zum Ausweichen eignet sich das unheimlich gut, falls man gerade mal angegriffen wird. Hier kann man runterspringen. Und also macht man hier mit Stick runter und dann auf die Springtaste. Das sind Wände, die kann man natürlich einhauen. Ganz witzig ist, das ist dann immer diese Chicken Walls, hier geheimnisvolles Wandhuhn. Im Endeffekt halt immer ganz gut zum Wiederbeleben. Der grüne Balken oben links in der Ecke, das ist unsere aktuelle Health. Und wenn die natürlich auf Null geht, dann sind wir tot. Sollte man vermeiden, kann man immer wieder ein bisschen auffrischen, indem man da irgendwelche Nahrung zu sich nimmt. Das Ganze kann man auch auf den Quickslot legen. Da kommen wir dann zu gegebener Zeit noch zu. Im Moment sind tatsächlich die Hähnchen drauf. Da gibt es dann, wenn man eine der Tasten auf dem Pad drückt oder auch entsprechend auf der Tastatur, dann kann man direkt die Sachen, die auf diesem Quickslot sind, die kann man dann essen und damit direkt mitten im Kampf, ohne irgendwie ins Menü gehen zu müssen, seine Health Points wieder hochschrauben. Wie genau und was wir da hinlegen, wie gesagt, da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Hier liegen dann auch zwischendurch immer mal so Notizen rum. Dann gehen wir doch direkt mal ins Inventar. Das war natürlich direkt der falsche Knopf. Dieser Knopf hier geht ins Inventar. Wir kommen im Missionstagebuch. Und hier findet man unter anderem die Notizen, wo dann immer relativ interessante Hinweise zu Stories oder Quests sind oder manchmal auch einfach nur Hintergrundinformationen. Und dann kann man die umschalten. Das sind unsere aktuellen Quests, die noch unerledigt sind. Das sind die abgeschlossenen Quests. Da haben wir natürlich momentan noch keinen. Genau, hier waren die Notizen. Dann gibt es noch, wenn wir einmal hier im Menü drin sind, dann gibt es noch Materialien. Das Ganze hat auch so ein relativ simples Crafting-System. Man findet oder trifft später noch einen Schmied. Und der kann einem natürlich ganz tolle Gegenstände bauen, die man vielleicht so nicht findet. Die Materialien dafür, die droppen natürlich die Gegner, wenn man sie kaputt gemacht hat. Die tauchen dann hier alle auf. Die kann man dann auch, wenn man da genug von hat, im Shop verkaufen. Und da ein bisschen Goldstücke für raushauen, weil mit den Goldstücken kann man sich dann zum Beispiel irgendwie Essen kaufen, mit dem man seine Health Points wieder ein bisschen restaurieren kann. Hier ist einfach so ein bisschen die Statistik, wie lange haben wir schon gespielt, wie viele Schätze haben wir gefunden, wie viele Feinde haben wir besiegt, unsere Trefferquote etc. pp. Hier kommen wir später nochmal hin zurück. Hier können wir unseren Charakter dann so ein bisschen aufleveln. Wenn wir dann fortgeschritten sind und so ein paar Erfahrungspunkte eingesammelt haben, dann gibt es so Skill Gems und die kann man dann hier auf die einzelnen Fähigkeiten verteilen, um die so ein bisschen zu boosten, damit man irgendwann mehr Schaden macht, mehr aushält. Auch Fidget kann dann nicht die Klappe halten, aber auch mehr Schaden machen. Hier handelsübliches Inventar mit Plätzen für Rüstung, Ringe, Amulette, also wie man es eigentlich aus jedem guten Rollenspiel auch kennt. Und dann gibt es zu guter Letzt gibt es dann hier noch tatsächlich die etwas größere Version der Minimap, wo man sich dann umschauen kann, wo man langlaufen kann. Das Fähnchen, das da so rechts auf der Seite ein bisschen vor sich hin weht, das ist der Zielpunkt. Der ist also auch markiert, da müssen wir hin. So, jetzt schauen wir mal, was es hier noch alles zu entdecken gibt. Hier ist zum Beispiel direkt die Kiste. All right, we found a chest. Correction, we found a locked chest. Ja, wie gut, dass wir da schon einen Schlüssel für gefunden haben. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Mhm. Ja, den Schlüssel haben wir auch schon. Den werde ich allerdings erstmal nicht benutzen, weil den brauchen wir gleich an anderer Stelle. Da will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen. Brauchen. Es gibt Situationen, wo man 4 Schlüssel braucht, um da spezielle Kisten aufzukriegen. Deswegen möchte ich die erstmal sammeln, die normalen Kisten, da kümmern wir uns dann später drum. Hier laufen wir ein bisschen mit dem Rehen. Yippie, Bambi! Ja, wird mal Zeit für die ersten Monster, würde ich sagen. Calm yourself, Digit. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Okay, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, Knöpfe zu drücken und Monster kaputt zu hauen. Kaputt zu hauen. Da haben wir schon Übung drin. Okay. Schade, da ist die Übersetzung nicht ganz so gut gelungen im Original. Für die es gerade mitbekommen haben, sagt Fidget, mash the buttons. Also wir sollen einfach mal schön die Knöpfe auf unserem Gamepad drücken. Was so ein klein bisschen die Barriere in der vierten Wand so ein bisschen einreißt, was ich immer wieder schön finde. Da ist die deutsche Übersetzung,
zu normal irgendwie. Aber macht nichts. Wir sind ja tatsächlich in dem Genuss. Wir haben beides. Wir haben den englischen Text in der Sprachausgabe. Und dann halt zum besseren Verständnis die Deutschen, wie üblich, fragwürdig übersetzt. Anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memory. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're going to need them. Gut, also, aktuelles Ziel ist, das kleine Dorf zu finden. Da schauen wir einfach mal hier. Das sind so Speichermonumente. Hier können wir den Spielstand speichern. Das Spiel hilft uns da eine ganze Ecke bei. Also zum einen, ja, es ist eins von diesen Spielen, wo man nicht speichern kann, wann man will. Es gibt Save Points, nur an denen kann man speichern. Glücklicherweise gibt es da in der Regel aber immer genug von. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich jetzt verzweifelt unbedingt speichern wollte und ich einfach nicht speichern konnte, weil es keinen Save Point gab und dann war ich tot und alles war umsonst. Also die sind schon relativ häufig. Die sind gut über Level verteilt. Und dann gibt es auch eine Autosave-Funktion, nämlich immer, wenn man über dieses Save-Monument drüber läuft, speichert das Spiel automatisch. Das heißt, man muss nicht jedes Mal, wenn man hier draufsteht, kann man natürlich, dann kann man hier ins Save-Menü gehen, kann den Spielstand speichern. Aber wie man hier oben sieht, jedes Mal, wenn man drüber läuft, speichert das Spiel automatisch. Sodass man sich da eigentlich, wenn man nicht gerade Schluss machen will, eigentlich gar nicht groß drum kümmern muss. Einfach kurz drüber laufen, weitermachen und wenn dann doch irgendwas schief geht, einfach den letzten Autosave wieder laden und dann ist nicht allzu viel verloren. Außerdem schon mal so ein bisschen als Ankündigung, als kleiner Appetitanreger, um dabei zu bleiben. Ich habe im späteren Verlauf dann auch noch einen ganz kleinen, besonderen Leckerbissen, den ich mir mit euch mal ein bisschen angucken möchte, und zwar das Debug-Menü. Es gibt mittlerweile tatsächlich relativ einfache Mittel und Wege, das Debug-Menü in diesem Spiel freizuschalten. Das werden wir uns zu gegebener Stunde auf jeden Fall mal ein wenig anschauen. Aber erstmal spielen wir hier ganz normal, ohne Debug, ohne alles. Einfach nur ein bisschen auf die Monster draufhauen. Die rocken natürlich auch wieder richtig schön, die Sachen hier. So. Nur kaputte Monster sind mit dem Messer. Na, die Münze sammeln wir noch ein. Und dann geht's direkt der Menge weiter zu noch einem. So, hier sind noch die Drops. Das Problem ist, dass die Drops irgendwann verschwinden. Man kann die leider nicht ewig liegen lassen. Wenn man die wirklich haben will, sollte man gucken, dass man die relativ zügig einsammelt. Und wenn man die zu lange liegen lässt, dann verschwinden die auch. So, hier gibt es eine neue Fähigkeit für Dust zu erlernen. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the Dust Storm. Ja, the Dust Storm. I like it. Ja, läuft. Hold the secondary attack to perform the Dust Storm. But beware. Skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Oh, fidget. Please contain yourselves as I demonstrate. Yeah. That was, very pretty. Echt nett. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The Dust Storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe.
Ja, das sieht doch schon wesentlich effektiver aus. Wow! Ja, cool, ne? Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yippee, recharge! Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. Okay, cool. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. Okay, klassischer Combo-Counter quasi. All right, I think I understand. Ja. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Yippee, help screen. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. So, machen wir. Jetzt haben wir direkt noch mehr Monsters. Pass auf, jetzt machen wir mal ein Rundchen. Jetzt machen wir mal den Wüststurm. Und stürmen mal die ganzen Monster. Ja, ich würde sagen, läuft. Kann man machen, ne? So, ein bisschen klassisch aufgekloppt. Na, stopp, geht kaputt. Stopp. So, passt. Läuft. Ja, am Anfang ist noch ein bisschen arg viel Text. Ist klar, das Spiel muss sich ein bisschen erklären. Man kriegt halt so im ersten Level über diese ganzen Dialoge so ein bisschen die Steuerung erklärt. Und wie generell die Spielmechaniken funktionieren. Daher gibt es am Anfang natürlich noch jede Menge Blabla. Später gibt es natürlich auch noch relativ häufig mal ein bisschen Blabla. Allerdings da geht es dann tatsächlich um Storypoints. Da gibt man die Quests, andere Hintergrundinformationen oder sonstige Dinge. Nur wie gesagt, jetzt hier am Anfang muss das Spiel natürlich erstmal anstelle von einem kompletten ordentlichen Tutorial kriegt man halt so zwischendurch immer so ein bisschen die Spielmechanik erklärt. Ist auch nicht schlecht, fügt sich eigentlich ganz gut ein. Ist, denke ich mal, beim Zugucken jetzt vielleicht zwischendurch ein bisschen dröge. Da denkt man dann, komm, less talking, mehr Monster-Clopping. Und hier haben wir direkt wieder gespeichert. Aber im Spielverlauf, wenn man dann tatsächlich selber, wenn man selber spielt, und ich kann jedem nur empfehlen, es sich, wenn möglich, auch tatsächlich einfach mal anzugucken. Dann fügt sich das eigentlich schon ganz gut ein. Es passt. Also es reißt einen dann nicht so raus. Es ist nicht ganz so losgelöst wie klassische Tutorials. Und ich glaube, ich habe in meinem Steam-Inventar, vielleicht können wir da, müssen wir mal schauen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Interesse dran hättet. Oder auch Spaß dran, weil ich glaube, ich habe in meinem Inventar noch ein oder zwei ungenutzte Kopien von Dust rumliegen. Vielleicht kann man da ja mal irgendwie ein kleines Gewinnspiel draus machen oder so. Dass ich vielleicht tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich neulich, kann sein, dass ich neulich mal eine rausgegeben habe. Dass ich noch eine habe, ich muss mal nachschauen. Ich gucke für die nächste Folge nicht nach, dann lasse ich das wissen. Und mindestens eine Kopie von Dust habe ich auf jeden Fall noch in meinem Inventar. Und vielleicht gucken wir mal, dass wir die irgendwie unter die Leute bringen, bevor es da verstaubt und gar nicht mehr genutzt wird. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Interesse dran habt und vielleicht auch Vorschläge habt, wie man das Ganze mal verlosen könnte. Ansonsten überlege ich mir auch mal selber ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, das Ding schon irgendwie hin. Läuft der Devil irgendwie nicht hier? Der mag jetzt nicht hier. Ha! Yeah. Geht doch. Wir sind sogar kurz davor, unseren ersten Levelanstieg zu erreichen. Und zwar dürfte das ungefähr noch nicht ganz jetzt, aber bald. Na, kann nicht mehr lange dauern. Hey, you just leveled up! Ja, da zum Beispiel. Is that what I did? Feels good. Ja. Great even. Aufleveln ist super, ne? As it should, Dust. You've acquired a skill gem. Open the character screen through the inventory to upgrade your abilities and become even more powerful. Um noch mächtiger. Ja, dann machen wir das doch mal. Das sind jetzt diese Skill Gems, die ich am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt hatte. Da kriegt man pro Level Up, kriegt man da jeweils einen von. Und jetzt kann man sich überlegen, wo man den hier hin tun möchte. Möchten wir irgendwie mehr Health Points haben? Möchten wir mehr Schaden machen? Möchten wir bessere Verteidigung haben? Oder soll Fidget mehr Schaden machen? Ich würde sagen, für den Anfang leveln wir einfach mal so ein bisschen hier auf Angriff. Jeder hat ja auch so seine eigenen Vorlieben. Also was ich persönlich immer ganz gerne mache, ist, dass ich erstmal den Angriff so weit wie möglich hochkriege, dann auch ein bisschen die Health Points hoch und danach gucke ich dann mal, dass auch Fidget mehr Schaden macht. Am Anfang ist Fidget noch ein bisschen relativ nutzlos, aber später, wenn man das richtig gut aufgelevelt hat, kann man mit Fidget auch richtig übel Schaden machen.
und hat somit auch eine gute Chance gegen wirklich größere Mengen. Da kommen hinterher noch richtig, richtig große Mengen von Gegnern. Ich weiß ja nicht, wie levelst du denn? Was würdest du sagen? Schreibt's in die Kommentare. Wie würdet ihr leveln? Wo würdet ihr den Fokus drauf legen? Was würdet ihr am ersten versuchen hochzupushen? Wir gehen jetzt mal hier auf Angriff. Bestätigen das Ganze noch. Und sehen mal zu, dass wir jetzt den Monstern hier direkt noch besser auf die 12 kloppen können. Immer schön drauf. Immer schön drauf. So. Immer noch rein. Bisschen die Goldstücke einsammeln. Wie gesagt, da kommen gleich noch Shops. Da kann man sich dann schön Futter, lecker Futter kaufen. Wobei das in der Regel, zumindest am Anfang, gar kein Problem ist. Die Dorken genügt, dass man da auch immer wieder seine Health regenerieren kann. Später, in späteren Leveln kommen natürlich schwierigere Monster. Die hauen einem natürlich wesentlich fester auf die Rübe, wenn sie einmal treffen. Da braucht man dann manchmal ein bisschen mehr. Da kann man dann, da lohnt sich das dann, wenn man schon gekauft hat. It's really beautiful up here. Schöne Aussicht. Yeah. So, any idea where we are? I was maybe hoping you could tell me. Oh, silly me. I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword. I'm sorry I got you mixed up in this fidget. Well, you should be. Taking my sword, getting me in trouble. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Ja, und an der Stelle müssen wir auch ganz kurz ein ganz kleines Päuschen machen, sonst kriegt die Folge wieder endlos Überlänge. Hier breaken wir ganz kurz und beim nächsten Mal schauen wir uns dann schon in dem ersten Level noch ein bisschen weiter um. Da gibt es dann noch ein bisschen Erklärungen, so Tutorial-mäßig, wie das Gameplay funktioniert, was da überhaupt in der Welt so abgeht. Wir kämpfen uns bis kurz vorm ersten Bossfight vor und schauen mal, was es sonst noch so zu entdecken gibt, was für Geheimnisse auf uns warten. Ich freue mich drauf, euch bei der nächsten Folge von Dust in Elysian Tale begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao, tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.